Willkommen auf dem Kanal von ManDeboardMTG. Heute mit einem neuen Unboxing und zwar Betrayers of Kamigawa Slide In. Wir öffnen den zweiten Teil, die letzten 18 Booster von unserem Case. Gesponsert bei Gilly Andreas. Yes. So, alles weitere im Intro. Bis gleich. Und wir starten los. Ah, dieses wunderschöne Box-Artwork. Rippy, rippy. Noch mehr Kamo, Kami, Kamis. Und deine Folie wieder dabei. Ja, wir haben genau das Artwork von dem Booster erwischt. Der Isao Enlightened Bougie und Jetting Glass Kite. Cooles Foiling. Was kommt der Enlightened Bougie? Bushido 2 kann nicht gecountert werden und regeneriert einen Samurai. Ich sehe schon, da kommt ein Samurai-Deck. Da wird der Gillig an, die sich ein total geiles Samurai-Deck zusammenbauen. Ohne Ninjas. Da, Shuriken. Kostet, wenn es ein Samurai schmeißt, dann ist es wurscht. Und wenn es keiner schmeißt, dann kriegst du es zurück. Umgekehrt. Was haben wir da? Opal Ai Kondo Yohimbo. Wieder ein Fuchs-Samurai. Sorry. Komm auf. Komm auf. Und wir starten weiter. Einmal einen Ninja auf der Deep Powers. Und Blinding Powder. Was sind das für Karten? Einmal eine Foil, zuerst einmal. Moonlit Strider. Und als Rare haben wir Dead with Was Taken. Okay. Habe ich nie gesehen. Muss ich gestehen. Schande über mich. Aber Kamigawa habe ich relativ wenig Artworks im Kopf. Weil es war nicht mein Set. Und Schuko, Hybrid Masquerade, Mirror Gallery, Legend Rule doesn't apply. Yeah, man kann ja. Bringt den Commander zwar nicht so viel, weil man. Außer man kopiert seine ganzen Legendaries. Mhm. So Shapeshifter und so die ganze Zeit, die normal keine Legendaries machen draus. Toshiro Umezawa. Sehr cool. Und der Heartless Hitsegu. Der mit. Jeder verliert die Hälfte Leben. Ah, habe ich als Masterpiece da? Glorious Vengeance, geile Karten. Masterpiece ist da. Also nicht Masterpiece. Ja doch, Boxstopper. Von Ultimate Masters hat es nicht gegeben. Mit Full Art. Kann ich noch am Ende herzeigen. Nekode! Equipment. Noch niemals gesehen. Ratlosigkeit verbreitet sich im Raum. Nekode, was ist das? Bis jetzt aber, ich weiß nicht, wie viele Top-Picks schon dabei waren. Den wollte haben. Das ist einer. Yomi, who passed away. Und Frostling. Orb of Dreams. Permanence come into play tapped. Schier. Alle Permanence getappt. Die Chitte! Sehr nice! Umezawas Chitte! So stark, dass sie sogar in fünf Formaten gebannt ist. Da
Da ist er. Da. Iwamori of the Open Fist. Er hat ihm ein Reprint gegeben als Ankammern in ihrem Set. Ich glaube, das war Masters 25. Ich kann es auch nicht bestätigen, aber ich glaube Masters 25. Final Judgment. Yeah. White. Na, alle mhm. exilieren. 6 Mana Sorcery Speed in exilieren. Yeah. Ist gut, den Commander. Ja, wenn du gegen einen Blauspieler spielst, hust. Er sagt dann, nix 6 Mana Sorcery Speed, sorry. Ah, Sickening Soul. Scholl. Kira auf die Great Glass Spinner. Cool. Mein Commander. Sehr geil. Und es ist ein schönes Foil. Ribbons of the Raikai. Sehr schönes Foil. Top. Das ist mit dem Booster. Ich weiß nicht, da komme ich auf. Foil Rare. Blazing Shoal. Gut. Verzweifeln bereitet sich wieder aus. Oh Gott, nein, ich diese Foil hören. Sie ist Foil. Egal. Sie ist Foil und sie ist rare. Also. Wir haben Showing Sword. Snake Schamanen. Call of der Herbst. Der Herbstrufer. Shizuku. Letztes Booster. Aber noch Zeit haben wir, wenn wir irgendwas aufreißen nach dem Booster. Nochmal. Ja? Moment. Wie Geisterhand kommen sie wieder zurück. Heute lege ich auf. Wir öffnen noch. Auf einmal goldene Booster. Geisterhand. Was werden wir öffnen? Ein Konstrukt. Eine Beacon Card. Das ist auf der Rückseite. Schuck. Vergessen, wir haben wieder die normale Sortierung. Lutering Peatland und ein Snow Covered Swamp. Sehr gut. Ich glaube, da kommt auch hoffentlich noch ein gescheites Foil dazu. Hexdrinker. Der ist momentan eh auf. Der ist urgespiked, also der haben sie entdeckt, dass sie spielen können. Und noch zwei. Die finde ich cool für den Commander. Die kann man für alle Formen benutzen. Force of Virgin. Und nochmal letztes. Für den haben wir 4 Foil geholt, weil so cool auch schon den Foil. Hogak. Oh, cool. Man kann nie genug Hogak haben. Yes. Gut, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen und man sieht sich im nächsten Video.